Hi, hier ist der Lars von allaboutsamsung.de und heute gibt es von mir über den Dächern von Berlin ein kleines exklusives Hands-on vom kommenden, vielleicht kommenden Samsung Galaxy Tab 7.7. Ihr seht das Ding hier, not for sale in Germany, hat ein bisschen was mit Apple vs. Samsung zu tun, deswegen bleiben wir jetzt einfach auf dem Stand und ich sage da gar nichts zu. Hier seht ihr das Ding. Es hat einen 7,7 Zoll großen S-AMOLED Plus Display mit einer WXGA-Auflösung und ihr seht hier selber, es ist super flüssig, auch dank des 1,4 GHz Dual-Core Prozessors. Auf dem Ding läuft Android Honeycomb 3.2 und ich bin selber überrascht, wie gut das hier funktioniert für eine Vorserienversion. Muss man ja immer mit berücksichtigen. Ihr seht hier den App-Drawer, der ruckelt noch ein bisschen. Also wenn wir jetzt auf Seite 1 gehen und wenn wir jetzt den App-Drawer hier mal nehmen, der ruckelt noch ein bisschen. Liegt halt an der Vorserie, also das nicht wirklich berücksichtigen. Ansonsten ist das hier schon alles sehr, sehr flüssig, da gibt es gar nichts zu meckern. Was halt beeindruckend ist bei dem Gerät, ist einfach der Display. Also S-AMOLED Plus in 7,7 Zoll Größe ist beeindruckend und ich zeige euch jetzt einfach mal ein kleines Beispielsvideo, in dem man vielleicht ganz gut sehen kann, wie gut S-AMOLED in 7,7 Zoll wirkt. Ihr seht das hier, die Farben sind beeindruckend. Funktioniert alles wunderbar. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ich gerade ein wenig. So, können wir ein bisschen vorspulen. Die Farben sind wirklich sehr, sehr schick. Also ihr seht das hier selber, die knallen regelrecht. Das liegt an dem S-AMOLED Plus. Ein paar Leute meckern immer, dass der Weißwert nicht stimmt. Deswegen habe ich euch hier ein weißes Handtuch hingelegt. Jetzt könnt ihr das mal ein bisschen vergleichen. Also der Weißwert, auch da gibt es nicht wirklich was zu meckern. Jetzt schließen wir das Video. Also da, von den Farben her, ist das Ganze sehr beeindruckend. Ist auf hier, dieser S-AMOLED Plus Display, muss man natürlich zu sagen, dass der sicherlich ein Faktor später sein wird, der einen nicht ganz günstigen Preis auch rechtfertigen kann, weil die Herstellungskosten da halt ein bisschen höher liegen. So viel jetzt erstmal ein kleines, exklusives Hands-on vom Samsung Galaxy Tab 7.7 über den Dächern von Berlin. Da ist der Alex. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ding habt, ich bin die nächsten Tage auch noch auf der IFA. Zögert nicht, postet die Sachen auf YouTube unter das Video oder auch im Blog. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei www.allaboutsamsung.de. Euer Lars. Ciao.